Die didaktische Interpretation von Musik als eine Zentralaufgabe der schulischen Musikerziehung wird fruchtlos bleiben, solange sie der Eindimensionalität des unreflektiert emotionalen Hörens, die Eindimensionalität des kogitativ-analytischen Hörens entgegenstellen zu müssen glaubt. Die Begegnung zwischen Mensch und Musik ist solcher Verengung abhold. Der hermeneutische Zirkel als methodologisches Strukturmodell für die didaktische Interpretation von Musik garantiert die Berücksichtigung der Pole im dialektischen Spannungsfeld der Musikerfahrung. So kann unreflektiertes Ergriffensein durch analytische Erkenntnis zum Verstehenden ergriffen sein. So kann auch analytische Introduktion zum ergriffenen Interesse und zu neuer Befragung führen. Die Dynamik dieser kreisenden Verstehensbewegung ermöglicht die wachsende Profilierung eines Erfahrungs- und Werturteils, das objektive und subjektive Komponenten sich unter Umständen gegenseitig korrigierend mit einschließt.